Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sonic Forces. Jetzt geht's an Episode Shadow. Also ja, Shadow-Episode halt. Nun, ich habe das Spiel jetzt auch auf Steam und ich habe die Story auf Steam durch und ich spiele es auch auf Steam so ein bisschen, also... Ja, im Großen und Ganzen ist da nicht viel anders. Nur ich, wegen der Steam-Version habe ich halt gemerkt, ich habe Input-Lag, wenn ich das von der PlayStation 4 aufnehme. Es sei denn, ich klemme es an einer TV-Karte an, aber die TV-Karte hat eine beschissendere Qualität als das Ding hier, also... Leiden für die Qualität. Shadow, wir haben einen Bericht vom Geheimdienst. Sie haben eine bisher unbekannte Basis entdeckt, die sich völlig außerhalb der Befehlskette von Dr. Eggmans Armee zu befinden scheint. Es ist eine große Zahl Truppen anwesend, verdächtig viele für einen strategisch unwichtigen Ort. Wisst ihr, was lustig ist mit den ganzen Truppen und so etwas? Kann ich mir vorstellen, dass Sega irgendwann Tecmo Koei sagt, macht ein Sonic the Hedgehog Warriors Game. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dr. Eggman so etwas grundlos arrangiert. Sehe ich auch so. Und dann gab es noch die Gerüchte, dass der miese alte Dr. Eggman an einer Art Waffe arbeitet. Also... Ja, das wird keine gewöhnliche Aufklärungsmission. Nur los, Shadow. Omega ist schon unterwegs. Ihr könnt euch vor Ort treffen. Ich komme alleine bestens klar. Ich mache das auf meine Art. Ach, Omega hat das Gleiche gesagt. Ihr zwei passt zusammen wie Chili und Hotdogs. Genug geredet. Ich gehe los. Ich frag mich, ob Shadow auch Chili Dogs mag. Jetzt, wo Rouge das so gesagt hat. Das ist feindliches Territorium. Immer weiter, Shadow. Verstanden. Eg 1, 2, 3, Omega hier. Ja, definitiv ein Problem. Nichts zu berichten. Auslöschung? Das sollte eine Aufklärungsmission sein. Du wirst alle auf dich aufmerksam machen. Omega hätte nicht auf eine solche Mission geschickt werden sollen. Nun, das ist auf jeden Fall remixte Musik von Shadow the Hedgehog im Spiel. Nämlich Westopolis, der erste Level im Spiel. Bitte melden. Positionskoordinaten verloren. Aktuelle Position unbekannt. Omega? Was ist da los? Bitte melden! Okay, Omega hat offenbar voll die Orientierung verloren. Scheiße. Natürlich komme ich da jetzt nicht mehr hin. Oh, Shadow ist eine Kettenhoming Attack. Omega, was ist passiert? Was ist da drüben los? Unidentifizierter Systemeingriff. Notfallrückzug. Ich bin E123 Omega. Wir werden Shit. Ja, sogar ein kleines bisschen Radical Highway mit reingemixt. Au! Ja, super. Gott sei Dank hat das Spiel keine Leben, sonst wäre ich jetzt ein bisschen angepisst. Weil hätte das Spiel Leben, hätte Episode Shadow definitiv die Leben separat gehandelt. Auf zum nächsten.
Der mächtigste Roboter der Welt ist keine größere Herausforderung als eine dieser Kraken. Wie erwartet ist diese Kraft ohnegleichen. Es ist die ultimative Kraft. Also, hätte man das nicht in einer Cutscene handeln können? Ein nicht sehr großer, düsterer Gast ist angekommen. Ich habe dich bereits erwartet, Shadow. Sag mir, was du mit Omega gemacht hast. Schwächlinge wie er sind nicht der Rede wert. Also wirklich, Shadow. Wir haben uns so lange nicht gesehen und du redest nur Unsinn. Ich kenne dich nicht. Und das Einzige, das hier nicht der Rede wert ist, ist deine große Klappe. Aber natürlich würdest du das denken. Oh ja. Würde ich nicht so bescheuerte Sachen sagen müssen, dann würde ich das Voice Acting echt preisen. Ich bin Infinite. Du sagst, du kennst mich nicht. Doch ich erinnere mich sehr gut an dich. Für dich war es nichts weiter als irgendeine von Dr. Eggmans Basen, die du bedenkenlos zertrümmert hast. Jetzt gibt's eine dafür gibt's eine Cutscene, ja? Vor einigen Monaten. Noch mehr Monate zurück, okay? Dr. Eggmans Labor in Mystic Jungle. Shadow hat die Einrichtung betreten. Abwehrtruppschakale wurde komplett ausgeschaltet. Alle verfügbaren Truppen, Fakten, verfluchten Igel an. Koste es, was es wolle. Goldene Motorbugs. Ich habe die besten verfügbaren Söldner angeheuert. Und er hat den Abwehrtrupp trotzdem komplett demoliert. Shadow! Scheint, als hätte der Abwehrtrupp einen Abwehrtrupp gebraucht. Was, Doktor? Okay, das ist definitiv ein Remixer-Song aus Jungle Battle 2. Ja. Definitiv. Ich weiß nur nicht genau welcher. Könnte der vom White Jungle sein? Die haben goldene Motorbugs in diesem Level. Warum ist das kein Ding in Sonics Leveln? Bounce. Für sowas wären die echt gut, aber nein. Shadow lebt immer noch. Wenigstens wurde die Analyse des Steins gestern abgeschlossen, aber nein. Ich kann diese Einrichtung nicht opfern. Ist denn niemand mehr da? Oh, boah, Gott sei Dank, ey. Ich dachte, ich sterbe. Dieser Ort scheint wichtig zu sein. Kein Wunder, dass die Fußsoldaten sich so heftig gewehrt haben. Ja, bis auf den ersten, den habe ich verpasst, weil ich nicht wusste, wo er weiß. Ich meine, vom Rest wusste ich auch nicht viel, wo er ist, aber... Also von den roten Ringen, aber... Die waren einfacher. Hey, du! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Du bist der Führer dieses nutzlosen Schakaltrupps. Bring das in Ordnung! Ja, ja, verstanden. Du hast meinen Trupp zerstört. Ich werde dir zeigen, warum ich der ultimative Söldner bin. Nimm das! Was? Wow, ja. Kündige deine Attacke an, das ist so dämlich. Immer so drauf bedacht, dass man sein Gesicht nicht sieht. Nutzlos. Ich will dein armseliges Gesicht nie wiedersehen. Ich zittere. Ich habe Angst. Armselig. Er nennt mich schwach. Nein, ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. An diesem Tag gab ich meine unansehnliche
Visage auf. Ich habe mein altes Selbst aufgegeben. Mein schwaches Selbst. Um stärker zu werden. Und dann, endlich, wurde mir die Macht zuteil. Die Macht, alle meinem Willen zu beugen. Ich wurde neu geboren. Naja. Ein Monat bevor Dr. Eggman die Welt eroberte. Nur dank dir bin ich zu dem geworden, der ich bin. Und du erinnerst dich nicht einmal. Aber so ist es wohl. Das bedeutet nur, dass das alte Ich zu schwach war, um dir in Erinnerung zu bleiben. Irgendwoher kenne ich das. Und jetzt bist du nicht mehr als ein Insekt, das ich einfach so zerquetschen werde. Dank meiner unendlichen Macht bin ich jetzt nicht mehr aufzuhalten. Nimm das! Wir bekommen die Szene nur angedeutet, aber gezeigt wird nichts. Das ist der Punkt, an dem Source Filmmaker Animationen reinhauen. Passiert. Was? Was murmelst du da, Shadow? Alles klar? Jemand da? Wir holen Omega. Er wurde vor 3 Monaten zerstört. Erinnerst du dich? Reiß dich zusammen. Er wurde nicht zerstört. Er ist nur besiegt worden. Okay, also diese Blöcke sind was Schönes. So, jetzt warte ich darauf, bis der Kringel da wieder weg ist. Ich habe das Gefühl, Shadow steuert sich in 2D besser als der normale Modern Sonic. Aber... okay, also Shadow ist Infinite begegnet, hat von ihm ordentlich was in der Birne gekriegt und war erstmal für ein paar Monate weg, oder wie? Ich wusste, die Ringe bringen einen irgendwo hin. Warum nicht der Ring? Warum nicht den Ring folgen? Fuck. Okay. Hier wurde Omega zerstört. Aber ich sehe keine Spur von ihm. Hier wurde Omega zerstört. Ich sehe keine Spur von ihm. Sieht ganz so aus. Vermutlich, weil es überhaupt nicht passiert ist. Was? Versteht nicht. Ich wurde noch nie besiegt. Omega? Ich wurde nicht besiegt. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Okay, das ist nicht normal. Was ist das? Was ist das? Ja, warum hat er keine Hungerattacke gemacht? Oh, der Todeshand gut. Okay, ich sollte aufhören, da direkt reinzuhüpfen. Okay, ich weiß aber nicht, wovon die Musik jetzt abgeleitet ist. Denk mal, das ist ein originaler Track. Aber ich sehe keine Spur von ihm. Sieht ganz so aus. Vermutlich, weil es überhaupt nicht passiert ist. Was? Versteht nicht. Ich wurde noch nie besiegt. Omega. Ich wurde nicht besiegt. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Habe ich schon gesagt, dass ich nicht schwach bin? Ich bin nicht schwach. Was? Habt ihr es gehört? Das? Ich bin nicht schwach! Mein Kopf. Hm.
komm. Man muss schneller mit dem Omega-Tag sein an der Stelle, glaube ich. Hier wurde Omega zerstört. Aber ich sehe keine Spur von ihm. Sieht ganz so aus. Vermutlich, weil es überhaupt nicht passiert ist. Was? Das steht nicht. Ich wurde noch nie besiegt. Omega? Ich wurde nicht besiegt. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Naja, Shadow kriegt durch das Zerstören von Robotern auch noch nicht. Weil die haben einfach nur Boost-Energie. Was ist das? Mein Kopf. Na, irgendwas fickt gerade mit Shadows Kopf rum. Oh. Das ging ja beinahe schief. Es gibt Momente, da könnte ich schwören, ich habe eine Sekunde Input-Lag und ich habe dann plötzlich gar keinen Input-Lag. Sinnfrei, Moment ist sinnfrei. Jetzt hab ich keine Ringe mehr. Aber hey, ein Level, der mal schwierig ist. Ein Level, der mal nicht darauf basiert, dass man genau da lang geht, wo er Level einen hindirigiert. Abgesehen davon, dass hier überall Blöcke sind, ich dann nur lang kann. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Okay, ich denke mal, mit den Viechern hätte ich da einen roten Ring kriegen können, den letzten. Und wäre dann von oben ins Ziel gefallen. Wo? Ich bin wieder hier? Nein. Ist das eine Illusion? Das hier ist die Realität, Shadow. Deine Realität. Ich hatte nicht erwartet, dass du es überlebst, aber es war eine wirklich beeindruckende Darstellung, nicht? Oh ja, definitiv. Diese Macht! Und noch ohne jeden Feinschliff. Sie ist ohne Gleichen. Wie erwartet! Nicht einmal Sonic wird mir jetzt widerstehen können. Infinite. Hör mal auf zu lachen. Guck mal, Digga, du hast jetzt Shadow zwar in einer Art Halluzination geschickt, aber du hast ihn trotzdem nicht töten können. Und Shadow ist so ziemlich genauso stark wie Sonic. Er ist nur nicht der Hauptcharakter, das ist alles. Sonic? Was hast du vor? Genau, willst du Shadow seinen Rivalen klauen? Was bist du für ein Arsch? Was ist das? Oh, der Sound war von der... Oh, okay, scheiße. Halt! Wo willst du hin, Infinite? Shadow? Shadow! Endlich ist die Verbindung wieder da! Was treibst du denn? Rouge? Ach, vergiss es! Sieh zu, dass du da rauskommst! Um dich herum geht alles in die Luft! Die Einrichtung stürzt gleich ein! Trete Rückzug an! Was hat das alles zu bedeuten? Wisst ihr, ich hasse es, dass man Soundeffekte bekommt, aber keine einzige Scheiß-Cutscene. Rouge, ist das die Wahrheit? Warum sollte ich lügen? Dr. Eggman hat Sonic im Visier und hat einen massiven Angriff gestartet. Ich meine, klar, netter Versuch, aber nicht der Beachtung wert. Wir sind im Vorteil. Sonic ist auch da, also glaube ich nicht, dass du dorthin gehen musst. Oh, nett. Nicht einmal Sonic wird mir jetzt standhalten können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dr. Eggman so etwas tut ohne... Shadow, das ist nicht gut. Schnell, sieh dir das an. Was ist los, Rouge? Was ist passiert? Also, jetzt kriegen wir die erste Szene im Spiel nochmal vorgesetzt. Geht es allen gut?
Alles klar, dann. Können wir nicht zu der Stelle schneiden, wo es wichtig wird? Falls hier was anderes ist. Ja, so bin ich nun mal. Na dann, lass uns das beenden, Dr. Eggman. Das wird dein Ende, Sonic. Erlebe die Macht meines ultimativen Meisterwerks. Mal gucken, ob ich die Stelle genau einfangen kann. Savok? Metal? Chaos? Wow, der Typ ist schneller als Sonic. Moment mal, es ist etwas anderes. Ich muss ihn scannen und mehr herausfinden. Okay, jetzt ist es ein Scouter. Was bist du? Wie machst du das? Ach, was Scheiße. Hat das mit diesem Typ auf sich? Ich bin ja dabei, Sonic, aber die Messungen können so nicht stimmen, das ergibt keinen Sinn. Stimmt, aber wir sehen die Szenen, die spielen hier mehr mit der Pause-Taste. Okay, es war jetzt genau die erste Szene, die erste richtige Cutscene im Spiel und nicht so anders. Ah! So, das ist alles, was Episode Shadow hergeht, ja? Wow. Also, das ist das Allerbeste. Ich kann nicht einmal die Szenen aus Episode Shadow ansehen, weil es gibt da keine. Es gibt nur eine gescheite Szene in Episode Shadow und die wird hier nicht mehr aufgegriffen. Mein Gott, das ist traurig. Aber nicht im traurigen Sinne, sondern... Gott, wie halbarschig wurde das Spiel zusammengeschustert. Es ist noch nicht mal ein kaputtes Spiel, es ist einfach nur... Nee. So, Walkie-Talkies mache ich aus für zukünftige Spiel-Sessions. Die auf der PlayStation 4 wahrscheinlich eh nicht passieren werden. Oder? Ich meine, ich will irgendwann alle Trophäen kriegen, die sollen ziemlich einfach sein. Aber ein andermal. Und garantiert nicht aufgenommen. Nun, ja, das war Sonic Forces. Ja, das war Sonic Forces. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, wann das nächste PlayStation 4 Let's Play ansteht. Ich habe schon ein paar Spiele, die ich spielen könnte damit. Aber ich warte noch ab. Besonders bei einem gewissen Spiel muss ich mal ganz, ganz viele andere Spiele vorher covern, bevor ich das mache. Aber jetzt setze ich mich erstmal ran und nehme Spyro auf. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.